Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast zur Weihnachtsfolge. Dranbleiben. Sind wir gesellschaftlich noch zu retten? Ist die Spaltung unserer Gesellschaft noch aufzuhalten oder muss es zu einer Eskalation kommen? Ich werde andauernd mit solchen Fragen konfrontiert und in diesem Podcast möchte ich darauf eingehen. Zuerst einmal, ist das nicht eine herrliche Kulisse, ein Winterwald, passt doch zum weihnachtlichen Thema, also zur Weihnachtszeit. Das Thema ist ja vielleicht nicht so weihnachtlich. Ich stehe jetzt hier im Wald und das habe ich auch bewusst gewählt, denn ich habe das Gefühl, dass wir alle im Wald stehen. Nicht nur das Gefühl, sondern ich möchte dir auch ein bisschen energetische Antworten geben. Zum Thema, wann kommt eine Eskalation, wie sehe ich das aus der energetischen Sicht und warum stehen wir eigentlich alle im Wald? Und wir stehen alle im Wald und damit meine ich sowohl gepikste als auch ungepikste, Piksbefürworter, Piksgegner, egal was, wir stehen alle gemeinsam im Wald und sitzen im selben Boot. Denn die Welt ist eine Illusion. Die äußere Welt ist Illusion. Das sagen uns sämtliche mystische Schriften. Und wenn du schon mal bei mir einen Kurs gemacht hast oder dich mit der Energetik beschäftigt hast, dann hast du das schon mal gehört. Im Außen ist die sogenannte Dualität. Ja, da begegnet dir nur das, was du im Innen hast, also einen Spiegel. Da kannst du nur wahrnehmen, was du eigentlich in dir trägst. Und das Außen ist also Spiegel. Das Außen ist gespalten, das Außen ist zwei. Und das Außen ist eigentlich ein Spiel. Ja, wo kommt das her, dieses Lebensspiel? Wenn wir uns die althochdeutschen Wurzeln von Spiel anschauen, sind wir bei Spell. Und Spell ist eigentlich im Englischen noch verwurzelt und da heißt es Verzauberung. Ja? Also wir sind eigentlich verzaubert in dieser Welt, wie ich hier in diesem Wald bin, ein Zauberwald. Ja? Und wir alle sind in dieser zauberhaften Welt drinnen und spielen halt ein Spiel mit. Und wir spielen die Spiele, die wir uns aussuchen, dass wir sie spielen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mach dir einfach bewusst, du hast dir beim Mensch ärgere dich nicht jetzt eine gewisse Farbe ausgesucht und mit dieser Farbe spielst du jetzt. Und du hast nicht nur die Farbe der Spielfiguren ausgesucht, sondern auch das Spiel Mensch ärgere dich nicht. Du kannst genauso Mühle spielen oder irgendetwas anderes. Du kannst spielen, ich bin für Piks. Du kannst spielen, ich bin gegen Piks. Du kannst spielen, die, die sich piksen lassen, sind doof. Die, die sich nicht piksen lassen, sind doof. Du kannst für diese Partei sein oder diese Farbe sein. Du kannst dir das alles aussuchen. Aber mach dir bewusst, dass es nur ein Spiel ist und nicht der Realität entspricht. Das Innere, die innere Wahrheit unterscheidet sich maßgeblich von dem Spiel im Außen. Und diese innere Stimme, diese Intuition, das, was ich in meinen Kursen immer versuche, den Leuten zu trainieren, ja, warum Leute auch zu mir kommen, das ist eigentlich das Wesentliche. Und heute, an diesem Weihnachtsabend auch, da ist es doch Zeit, nach innen zu gehen. Das ist doch Zeit, dass Ruhe einkehrt, dass das Licht wiedergeboren wird zu Weihnachten. Und in dieser Zeit wünsche ich dir die Erkenntnis, dass alles außerhalb von dir ein Spiel ist und ein Zauberspiel ist, eine Verzauberung. Und du wählst alleine, in welcher Welt du leben willst. In einer Welt der Einheit oder einer Welt der Spaltung. Du entscheidest, bist du Teil des Problems oder nimmst du dich ganz raus und findest für dich selber eine Identität, eine Klarheit, eine Lösung, eine Perspektive, nach der du handeln möchtest. Und nachdem ich so oft gefragt werde, ja, es muss ja krachen, wann kracht es denn endlich? Dann kann ich sagen, energetisch würde ich sagen, wir sind jetzt, unsere Eskalationstonne ist 40% gefüllt. Das heißt, nach meiner Einschätzung haben wir noch 1,5 Jahre, knappe Schätzung, 1 Jahr, 1,5 Jahre, maximal 2 Jahre, bis wir wirklich aus der Kurve fliegen und bis sich etwas Bereinigendes einstellen muss energetisch. Bis das Spiel zu wild ist und zu viel wird. Aber da haben wir noch Zeit. Und das
Und das ist auch gut. Das heißt, wir fahren noch nicht Volldampf gegen die Wand. Es gibt noch Zeit zu deeskalieren. Und Deeskalation entsteht nur, indem jeder zu sich selber reinschaut, jeder bei sich bewusst bleibt und jeder sein inneres Licht entfaltet und lebt. Und das wünsche ich dir jetzt. Alles Gute. Hab eine schöne Weihnachtszeit. Genieße diese Zeit. Und sei ganz gewiss, wenn heute in der christlichen Gemeinschaft, im christlichen Glauben, so dieser Erlöser geboren wird, dann erlaube dir, dass dieses Licht auch in dir erleuchtet und geboren wird. Dass du Klarheit hast in diesem Nadelöhr, in diesem Spiel, in dieser Verzauberung, in der wir stecken. Denn das Leben spielt sich letzten Endes in deinem Innersten ab. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du verbringst eine schöne Weihnachtszeit. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Ich starte im nächsten Jahr mit ganz vielen Kursen, die dieses Innere wieder stabilisieren, mit Ausbildungen, mit Energetikausbildungen. Sei einfach dabei. Ich freue mich auf dich. Dein Oliver Jareni. Liebe Grüße aus dem verschneiten Attergau. Alles Liebe, ciao.